Ich glaube, T ist besser zum Beispiel. Oder gibt's das auf R? F? Hört ihr mich? Hey, hermano, ¿qué pasa? Órale, carnal. Carnales, está bien. Einfach so? Órale, Kollege! Hermano, hörst du? Ich mag dich tot auch. Ich sag dir nur eine Sache, Mongolo, die Mierda Kaliberga. Ich mag dich kaputt, Mentiroso. So. Kennt ihr das, wenn ihr ein Kaugummi so lange kaut, bis ihr also schon Kopfschmerzen habt hier so? Dass es schon wehtut? Was? Als wenn ihr das nicht kennt. Hä? Was? Wie, ihr kennt das nicht? Chat, dass ihr so lange ein Kaugummi kaut, bis es hier schon Hey Beta, you fucking noob kid. so weh tut, wenn ihr am Kauen seid. Kennt ihr das nicht? Also, Digga, die Leute, die Nee schreiben, haben wirklich, weiß nicht, was haben die ihr ganzes Leben lang gemacht? Heute wird noch Weltrekord aufgestellt, vertraut mir. Jo, jo, entspann dich, ey, yo! Hey, hermano. Yeah. Sosa, kannst du mich hören? Yeah. Hola. Hermano. Mit F steigt man doch ein. Ja, ich höre dich. Chat, für was braucht man T in GTA? Oder R? Oh, Chat. Oh. Oh. Ah, ich kann Chat ausmachen und dann so reden. Hallo? Ey, yo. Wo ist Breitenberg? Hey, Sosa. Ja. Sosa. Ja. Mentiroso, hörst du mich? Ja, hallo. Hey, Sosa, hörst du mich? Hallo. Digga, hä? Er hört dich? Digga, Mann! Du verarschst mich! Hallo! Hola, hermano. Hola, Sosa. Hallo! Mongolo. Mongolo di mierda, Caliverga. Sosa. Er Hallo! hört dich nicht. Ich sag dir mal, soll ich dir zu entmuten, bitte? Ich glaub es nicht. Er Er hört hört mich, mich, aber aber ich ich ihn nicht. nicht. Er Er hört hört mich, mich, aber aber ich ich ihn ihn nicht. nicht. Ich kleine höre dich, ich höre Süße dich. mit seinen Ar Achso, ich höre dich dich aber aber nicht. nicht. Warum hast du Level irgendwie eingestellt, was? Level 2, 2, Bro. Bro. Welches Level bist du? Ja. Wie, keine Ahnung. Aber sind wir wieder wieder im im Discord Discord machen, machen, oder oder was? was? Wo ist Wo ist Breitenberg? Breitenberg? Ich weiß nicht. Warte, ich will mal gucken, ob das leckt, Digga. Bei mir. Chat, ihr müsst mal sagen, ob das leckt oder nicht. So. Ich hab F8 gemacht. Du musst auch F8 machen. Server 1, 2 oder 3. Cousin, komm, Server 3. Ey. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Soll ich einer auf Romantik reden? Digga, ich habe heute das Ziel, die größte Blase der Welt zu machen. Mit was? Mit deinem Mund? Ja. Wie meinst du, mit Spucke? Wie es leckt. Es leckt.
Nein. Mit Spucke meinst du? Nein. Hä? Mit Kaugummi. Chat, guck mal, was ich kann. Er sagt Blase. Guckt euch das an, Chat. Ja? Kanro hat das? Was kannst du? Soll ich Stream gucken? Ja, voila, mach. Guckt euch das an. Schau mal her. Machen wir nochmal. Warte. Warte, ich muss wieder Ding machen, oder Seife. Hä? We have three pusher and you're doing nothing, man. Nothing. Hä? Was ist das? Mann! Wirklich, falls Stream mal nicht klappt, Alter, dann mach das auch auf den Straßen und verdienst du dein Geld. Ich hab das früher in der Schule gemacht, ne, Rohat? Ja. Und die Lehrerin beste, Digga. Du kannst bei dir zu Hause rumspucken, aber nicht hier! Ich sag, das ist keine Spucke, das sind Speichelblasen. Ich weiß noch genau, Digga, Allah. Ja? Wie bitte? So war es. Ja, ja, ja. Ja, Chat, ich habe tatsächlich auch weitere Talente. Ich kann sehr gut essen. 2K Leute spucken gerade im Zimmer. Vergiss nicht noch die 5000 von Rohat. Unterschätzt das nicht, wie viele das gerade versucht haben. Digga, ganze Bildschirm voll von meinen Zuschauern gerade. Oh Mann, Digga. Ich kann auch richtig krass mit den Augen zittern. Das glaubt ihr mir nicht, Chat. Warte. Ich möchte wissen, ob das normal ist. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der das macht. Guck mal. Weißt du, was ich kann? Guck mal, der Arm. Show und Cam. Ja, warte. Ich muss Bildschirm übertragen machen, chill. So, zeig mal. Warte. Du siehst ja hier normal. Und nur ohne dass ich das richtig anfasse. Wie hast du das aber gemacht? Ja. Warte. Ja. So, jetzt guck du mich an. Warte. Chat, ich weiß nicht, ob das normal ist. Wow, ja, ich weiß, jetzt seht ihr mein hässliches Gesicht. Aber, warte mal, seht ihr das? Und ich muss es sehen. Kann man das sehen? Hat man das gesehen? Was? Hat man das gesehen? Hä? Was ist hat man das gesehen oder nicht? Los? Ah ja, man sieht's. Ja. Ich vibriere, genau. Kann ich das mit dem rechnen? Was? War süß und spontan, oder nicht, Chat? Ja. Ja, und jetzt habt ihr mal gesehen, ne? Für alle, die gesagt haben, ich habe braune Augen, stimmt gar nicht, das sind grün. Ja, genau, die sind voll grün, die habe ich von meiner Mutter geschenkt bekommen. Ach, Chat, als wenn das jetzt so schlimm zu sehen ist. Oha, übertreiben die jetzt? Ja. Ey, warte mal, wir haben Breitenberg vergessen. Oh. Ey, hermano, alles klar. Ey, alles klar bei dir. Ja, scheiße auf ihn. Digga, das ist auch zu fertig, Bruder. Kannst du Zunge rollen? Ja, kann ich. Sieht aber voll kacke aus, Digga. Wozu zwingt ihr mich hier, Walla? Gleich mach Breakdance. Guck die jetzt. Sind braun. Nein, Bro. Chat, die Blase wird es. Der macht mit Kaugummi Blasen. Das ist so Dings, weißt du? Extra viel schmatzen, damit das jetzt funktioniert. Wo finden wir Weitenberg jetzt? Ich weiß nicht mehr den Parkplatz. Rohat, wo war der? Hola. Hey. Bro, ich höre niemanden, glaube ich. Mach mal F8 Rohat bei dir. Warte. Hörst du mich, Itze? Hola. Hast du markiert den Parkplatz, wo wir waren mit White Mac? Rohat? Hola Sosa. Hast du den Parkplatz markiert, wo wir waren?
Hast du das gemacht? Bro, mein Level ist niedrig, Chat. Mein Level ist niedrig. Ich krieg's noch heute besser hin. Ey, hörst du mich, Inzi? Ich hab Level 2, das ist doch gar nichts. Mach mal Level 1. Ja, okay, warte. Okay. Yo! Oh, yo! Nee, mach mal einfach 8. Ja? Oder? Ja. Du hörst mich nicht. Ich hör dich, aber du mich nicht. Nee, ich hör dich nicht. Hast du markiert da, wo wir zum Rheinbeck fahren wieder? Nee, ich hab keine Ahnung, was das für eine Markierung ist. Wer hat das markiert? Ich bin in-game mute? Nein, ich bin nicht in-game mute. Kannst du dich aber bitte in-game muten, damit ich nicht drei Stimmen höre? Achso, ja klar. Freilich, danke für deinen Team. Das ist eine Bonbonkiste. Ja, aber wo ist dein Breiten? Da gehen immer Gefühl. Okay, wir gucken mal, was bei der Bonbonkiste ist. Ja, sag mal, Breitenbecker soll zur Bonbonkiste kommen auf Nometer-Basis. Das Ding ist, dass hier ein Zweisitzer. Das ist auf jeden Fall Walla Krise. Rocky. Ja, Krise. Walla Krise. Hey, Karnal. ¿Qué te pasa, jue? Hola. Hola, hermano. Rohat. Was ist das denn? Oh, lecker. Ich kriege auch mal ein bisschen Mädchen. Ehrenmann. Lecker. Danke für deine 3, Bro. Ich bin nicht mute in Game. Seegurke, danke. Oh, das Auto fährt sich so kacke, Rohat. Erzähl mal, Rohat. Ja. Was geht Silvester? Keine Ahnung. Chat, was geht bei euch Silvester? Ja, was macht ihr Silvester, Chat? Romantik. Hola, hermano. Ich komme so gerne nach Hause. Keine Ahnung, nichts. Also entweder nix oder saufen steht bei mir im Chat. Mehr steht nicht. Mit Rick in Dortmund feiern, ja. Also Rick wird Silvester auf jeden Fall in Dortmund feiern. Knallen aber keine Böller. Litecoin, ich lieg gleich dein Bild, Bro. Hör auf damit. Nein, dann passiert das ja erst recht. Nach LA fliegen. Oha. Monopoly zocken. Chat, das würde ich so fühlen. Glaubt ihr mir das? Glaubt ihr mir, das würde ich so krass fühlen? Ja, oh, nice. Hey, ich, hey, Kollege! Ich würde es fühlen, wenn du mal kaputt fahren könntest. Das Auto ist kaputt. Voila, das ist kaputt. Nein. Voila. Drück wieder SRG. Aha. Oh. Ach, genau. Was geht, Leute? Alles klar? Jungs? Wo bist du denn? Digga, ich hab Auto ausgeparkt. Wo seid ihr? Ich hab Auto. Ich weiß nicht mehr, wo das ist, wo wir waren. Ja, alles gut. Ich muss nur noch Klamotten shoppen, dann bin ich ready. Ja, okay, dann zieh dich erstmal an. Okay. Ich hoffe, deine Gangstil von Immortal gibt's ja nicht. Ich hoffe, Digga, was redest du da? Ich möchte das doch unbedingt. Ich höre aber. Hä? Oha! Hey, Kollegas, was soll das? Okay, Mann, Ola, hört ihr mich? Bei mich. Ola. Der eine mit den Locken immer weg da. Das ist einfach Big Micho. Chat, hast du so angezogen wie Big Micho in Berlin? Ola. Ich höre niemanden. Oh mein Gott. Lass uns sonst gleich Würfelpark treffen. Was ist los mit dir? Bro, hörst du die? Acht Mal renn hoch. Och, Digga, ich hab direkt keinen Bock mehr, Abu. Warte, ich muss nochmal neu starten. Ich höre niemanden. Komm, du ein Vierjähriger. Hey, warte mal, wie machst du meine Hände hoch? Mal kurz. Mach mal die Hände. Geh-Muskel, dann unter Kommunikation, dann das erste. Was, so ein Muskel? Mach mal die Hände hoch. Kindergarten schon vorbei, oder was? Was los? Ja, ich glaube auch. Mach doch Hände hoch, komm. Ja, welcher Muskel denn? Komm hier runter. Gibt sie keinen. Der rote, einmal runter hier. Ja. So, zieht mal auf ihn. Zieht mal auf den roten hier. Ich würde. So.
Dort, der mit dem Lockenkopf, kannst du auch deine noch machen, bitte. Ich hab Dings. Geh mal, Gehmuskel. Ja. Und dann Spezial. Hände hoch. Genau. Gehmuskel speziell so. Oh, was hast du dabei? Und einmal dein Bargeld. Dann droppst du jetzt einmal. Oh. Dann legst du einmal deine Revolver hin. Revolver, leg. Ist dein Weihnachtsmann? Tipp auf den Revolver. Leg deine Revolver hin. So, ich werde dich einmal gezogen. Dreh dich mal um. Digga, warum kann ich. Leg deine Sachen um, Revolver Muni. Digga, ich kann nicht reden. Revolver Muni hinlegen! Ja, ja, alles gut! Entspann dich doch mal! Ich krieg's nicht hin. Nimm mal dein Geld weg. Ja, das ist schon ein bisschen arm, ne? So. Wo ist denn mein Revolver? Ich hab keinen Revolver. Ja, Jungs, was jetzt? Habt ihr das Geld aus der Tasche gezogen? Der hat doch einen Revolver hier. Ja, was wollt ihr denn jetzt von uns? Ja, legt mal den Revolver auf den Boden, der mit den schwarzen Haaren. Der rote mit dem Bombo, einmal die... Wir haben beide schwarze. Digga, warum geht ihr? Idiot. Ich muss... Es geht nichts, Digga, ich muss kurz Power nehmen. Sie mich auf den Boden auftrauben, wisst ihr das, was geht, der Rocks? Das ist klar, welche. Kann ich sie stabilisieren oder so? Ja, nicht gekillt, weil ich sie getötet habe. Angeschossen. Getötet hatte ich, hab mich mal eingeholt. Ja, yeah, so stabilisierst du mich gut. Ja, mach nochmal, tritt nochmal auf mich drauf. Ah. Esse nur frische Lebensmittel. Aha. Du hast 50 Hertz angemacht. Was heißt 50 Hertz? Ich hab nur 60 Hertz Monitore. So, Jungs, wo seid ihr? Ich komm dahin. Wir wurden überfallen und umgeschossen. Seid ihr in Todeszone reingegangen? Nein, keine Ahnung, Mann. Wir sind irgendwo Bonbons hinterhergefahren. Und Roat kann kein Auto fahren. Ja? Mhm. Ich komm. Ah, ey, du kannst mich finishen, Roat. Schlag mal auf mich ein. Ich land dann, glaube ich, im Krankenhaus. Ja, yeah, ja. Dann hol ich euch aus. Oh, geil, Digga. Okay, komm zum Krankenhaus. Ich mein. Ich glaube, Krankenhaus ist das rote Herz, ne? Oder? Ich wollte gerade zufällig zum Krankenhaus, Chat. Ja, das Scripted. Warte, wir machen Scripted RP, das ist ja okay. Lass uns Krankenhaus treffen. Boah, wo ist das Krankenhaus? Sag mal schnell. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, Chat, habt ihr gesehen, wie groß der war? Ja, Mann, stabil, Cousin, komm. Ich fühle mich beschissen. Ich möchte eine Pille. Nein. Okay. Wir müssen auch schauen, dass wir gleich Geld einzahlen. Ihr dürft nicht mit Millionen rumlaufen. Ihr werdet die ganze Zeit ausgezogen. Ja, meine Sniper ist nicht weg. All I wanna know is that if you body cool, man. Oh mein Gott, Chat. Die dachten wahrscheinlich, ich habe nur eine Waffe. Und das war die, mit der ich geschossen habe. Die haben meine Sniper nicht weggenommen. Geil. Dann seid ihr auf eine Organisation gestoßen, ne? Die haben euch blank gemacht. Ja, Vulkanier, also ich zieh jetzt meine Schutzweste an, Bro. So, auf Grant ist das so, Organisationen, hier gibt es auch sowas wie Platz und so, die haben ihre Gegenden, wo sie alles machen können. Ausrauben, komplett alles. Das ist ein Todeshund, da musst du aufpassen. Wo ist denn das Krankenhaus? Ah, da. Wo soll ich denn auch? Etage 1? Leichenschau ist Etage 1. Danke für die Bezahlung, ich grüße dich. So, komm ich hier raus jetzt? Ah, okay, so. Ich fühle mich beschissen. Weiter. Ich glaube, ich werde behandelt jetzt. Du musst zu der Frau recht. Wie zur Frau recht? Und fragen, ob du Verband haben kannst. Scheiße, okay, ich fühle mich gut. Okay, ich fühle mich doch nicht gut. Hier gibt's keine Frau. Hätten die nicht mal die 2,5 Millionen Bar abziehen können? Das frage ich mich auch. Du musst deine vollständige Behandlung durchführen. Ess was? Steak essen? Hä? Hm. Ach, hier ist eine Kirche! Warte mal, wo ist denn ein Krankenhaus? Du brauchst mehr Gesundheit. Ja, wie kriege ich die denn?
Geh zu diesem Mann nochmal essen. Geht nicht nochmal essen. Auch jetzt. Alles gut. Ja, Chat Kirsche. Ich bin im Krankenhaus. Boah. Ich hol dich ab. Ja, okay. Oh. Ich bin dabei, Bro. Man kann nur 50 abziehen. Der, ich habe noch nie so eine Schrottkarre gesehen. Chat, wenn ihr Bock habt, Ausrufezeichen Grant. Wir sind ja gerade hier, kommt drauf. Kommt, zockt mit uns. Essen macht stabil. Ja, das ist cool. Das ist sehr, sehr gut, dass Essen stabil macht. 50k? Ein Steak 50.000? Niemals. Ey, Jungs. Ja? Müsst darauf achten, nicht Izi zu reden. Ich habe auch aus Versehen Izi geredet. Ja, genau. Okay, wo seid ihr? Ich bin im Krankenhaus. Ich warte ja auf meine angebliche Abholung. In Davis oder was ist das Krankenhaus? Ich bin in Sandy Shores. In Sandy? Ah, okay, ich weiß wo. Ich hol dich ab. Okay. Wie, du bist Sandy Shores? Ja, wo sonst? Digga, willst du mich verarschen? Ja, ich wusste nicht, dass es hier ein Krankenhaus gibt, Digga. Was soll ich machen? Ich komme in Richtung zu euch. Ich habe ein Auto jetzt gemietet. Wo seid ihr? Dann kommt, wenn ihr wollt. Wo sollen wir uns treffen? Ammunition Park, weg Würfelpark. Okay. Würfelpark. Lass mal Würfelpark, Digga. Ich war hier noch nie am Würfelpark, glaube ich. Ich kann Ihnen sagen, dass am Würfelpark sich der Pöbel rumtreibt und dass es sehr eskalieren kann. Interessant. Sie edler Bauer. Edler Bauer, ja, meine. Gut, ich erwarte Ihre Ankunft. Wie soll ich das denn? Wo ist denn hier der Würfelpark? Ich check hier gar nichts gerade. Chat, wisst ihr, wie schwer es ist, die Karre zu steuern? Ja, ich sag doch mal, du sagst, ich kann nicht fahren. Die ist voll kacke. Hola. Ethereum, bist du's? Wer bist du? Wie ist dein Name? Fucking Sleeper, man. Pedro Garcia, hola. Mein Name ist Big Micho. Wie geht es dir? Está bien? Big Micho. Hey, mach hier mit dem Würfelpack, comprende? Apurate, beeil dich, verstanden. Jungs, wir treffen uns Würfelpack. Okay. Bis gleich. Digga, wie die Karre beschleunigt, ist ja Boden. Achso, weil ich keinen Tank hab. Oh moin. Aber warte, ich habe jetzt meinen Revolver noch. Habt ihr einen Waffenschein? Ja. Woher? Vitamin B. Ich organisiere mir auch jetzt eins. Bis gleich. Der Server ist mit Ingame. Boys. Das Geile an dem Grand Placement ist halt, dass Zuschauer auf meinen Rev-Link gehen können und mit mir zusammen halt RP zocken können, so. Aber ist halt auch ein großes Risiko für Leute, die halt dann abfacken, ne? Und Money halt schon. Aber da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich bin ja kein Typ, der dann so hier hängt und sagt, ja, ich mache das nur für die Dings. Für die Community und ich mache das mit Herz. Ist Server 3. Aber krass, Chat, ich habe auch keine Ahnung, was ich an Silvester mache. Digga, willst du mich verarschen? Als wenn die ganze Tastatur belegt ist. Digga.
fucking Sleeper, man. Moin. Ja. Yeah. Maustaste geht nicht, Chat. Miro! Digga, warum kann ich... Was ist los? Oh. Ey! Ey! Yeah. Hallo! Oh, dieses... Oh, oh! Ha! Ich geh jetzt einfach Ammunition Park decken und warte auf die einfach. Alles gut. Die sollen sich mal Discord immunen. Digga, was ist das denn? Jo, hörst du mich? Digga, ich verstehe auch nicht, warum wir nicht einfach alle Level ziehen. Hörst du mich? Si, claro, ich höre dich. Hörst du mich? Hola. Alter. Hörst du mich? Ja. Yeah. Komm, der verkauft Waffenlizenzen vor der Pistola. Komm. Ich hab doch schon eine. Eine Waffenlizenz? Yeah. Mierda, wieso hab ich keine? Hola. Nicht heute, nicht morgen, aber ich werde früher oder später auf Sie zurückkommen. Denken Sie an mein Wort und halten Sie Ihres. Wie war dein Name nochmal, Pendejo? Mein Name spielt keine Rolle, Herr Mano. Okay. No problema. Pero wir wollen Waffenlizenzen kaufen, Sie. In dieser Stadt wollen wir klarkommen hier, ohne Probleme zu haben. Erlaubnis zum Tragen, Mirda? Boah, ist das gerade hier Krise? Was bist du für ein Mann, Mirda? Herr Manos, sehr merkwürdig, wenn jemand fragt, woher Sie diese Lizenzen haben, Sie haben mich nie gesehen und nie von mir gehört. Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt auf Sie zurückkommen. Ich werde schweigen wie ein Grab. Scheiß auf ihn, er braucht keine. Okay, wenn du eine hast, gib ihn auch ein. Voller Krise. Der Mann will kein Geld. Was will er denn, einen Gefallen und Probleme? Einen Gefallen. Und glauben Sie mir, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist einem Fremden. Isko, danke dir für deine 5 Monate. Einen intransparenten Person was? Einen Gefallen zu schulden. Was erwarten Sie von uns? Der also Breitenberg. Sie haben den Vertrauensvorschuss von mir bekommen. Ich habe Ihnen eine Lizenz ausgestellt, obwohl ich nicht mal weiß, wer Sie genau sind. Aber Ihr Freund hat seine Hand für Sie ins Feuer gehalten. Sie müssen keine Angst vor mir haben. Mein Name spielt keine Rolle. Und ich werde Sie nicht in Probleme bringen. Machen Sie sich keine Sorgen. Noch 1,1k Follower. Alle reinfolgen! Dann die Hand drauf, dass wir uns wiedersehen. Das war mir eine alles Ehre. Klar. No problema tenaz. Viel Erfolg auf Ihren Wegen. Adios. Hey, hermanos. Breitenberg. Hey. Hör mir zu. Du hast gerade gesagt, man sollte einem Fremden niemals einen Gefallen schuldig sein. Sie. Du hast mich vor den Kopf ausgerettet. Was soll das heißen? Migi, danke dir für deine, Dings. 10 Zapkos. Wie willst du dich jetzt herausreden, Kollege? Ich hab... Ah, was denn? Sie schulden mir keinen Gefallen. Bist du sicher? Sieh dir meinen Kollegen Big Sosa an, ja. Sosa. Hey! Bitte! Hm, hast du es gesehen? Hören Sie! Wir stehen alle auf derselben Seite. Wie kannst du uns das beweisen, mir und so? Und diesem fremden Nilings. Ich möchte diese Stadt unterjochen. Ich möchte ein Königreich hier aufbauen. Das Einzige, was du aufbauen kannst, ist Lego Starter Paket, du Wichser. Glauben Sie mir. Ich habe schon komplexe Lego Modelle gebaut. Da haben Sie noch mit Playmobil gespielt. Playmobil? Was ist Playmobil? Playmobil. Ich habe damals Knarren zusammengebaut, Mann. Sowas wie Lego hatte ich nicht. Aber ich hoffe, Sie Wichser sind barfuß in Ihr scheiß Lego reingetreten. Si. Nein, no problema.
Kopf, Alter. Was sind deine Fähigkeiten, Breitenberg? Was sind die Fähigkeiten von dir, Hermano? Analyse, Strategie, Hypnose und Hypnose? Komm, hypnotisier mich, komm, mach es. So. Man kann nur Menschen hypnotisieren, die auch über ein ausreichend großes Hirn verfügen. Yeah, hab ich. Hypnotisier ihn hier. Das würde schon eher funktionieren. Ich bin gespannt, Breitenberg. Mein Freund, schauen Sie auf die Uhr. Hören Sie das Ticken. Tick, tack, tick, tack. Wiederholen Sie das. Die ganze Zeit. Tick, tack, tick. Die Kälte um Sie herum verblasst. Die Sonne über uns strahlt immer heller. Sie spüren eine Wärme. Wie die Wärme des Mexikaners, der gestern Nacht in sie eingeflossen ist. Sie spüren Zuneigung. Du dreckiger Wichser, Cousin! In die das Augen. War Cousin, der Dreckige. Die buschigen Augenbrauen eines Mannes. Der sie wohlbehütet an sich nimmt. Sie, ein Mann, der gestern Abend... Sie haben gestern Abend Liebe genossen und diese Liebe, die spüren Sie gerade. Sie fühlen sich wohl und geborgen in Sicherheit. Wie heißen Sie? Pedro Garcia. Garcia, ich bin Breitenberg. Von nun an bin ich Ihr Freund. Von nun an bin ich dieser behaarte Mexikaner, der sich an sich nimmt. Der Ihnen Liebe schenkt. Cousin, von vorne und hinten. Cousin. Pedro Garcia, Sie werden mir von nun an vertrauen und mit mir zusammenarbeiten. Hä? Und ich werde mein Bestes tun, Sie nach vorne. Nicht ganz dein Idiot-Fit. Ah, jetzt, Cousin, jetzt höre ich dich. Pedro Garcia? Jetzt? Ja, hast du das Erste für mich? Ich hab... Wie nichts. Heiße ich? Oder warte, ich hab was, du Mann. Von Berg. Von Berg. Und wer bin ich? Hier wird es hin. Du hast mir ein Hemd gegeben. Ja, mehr habe ich nicht. Außer und wie werden Sie meine Liebe erfahren? Und so eine Karte, Cousin. Was? Was? Von bist hinten, du hier Polizist? Von hinten. Was? Ob du hier Polizist bist, Cousin? Nein, ich bin kein Polizist. Wer sind die Typen da vorne? Das ist J-Rub, er hat nicht gefahren. Hat der was zu essen? Hat der was zu essen? Bestimmt, du musst ihn fragen, Cousin. Keine Ahnung. Warte mal. Jay? Hast du was zu essen, Jay, Cousin? Er hat was zu essen. Ja. Geh mal zu Breitenberg. Was du was? Hey, ich höre dich nicht, Mann. Doch, doch, hallo. Warte. Hallo, warte, hallo. Dir, warte, ich geb dir was, Mann. Hallo. Ja, Mann. Für dich, Mann. Danke, danke. Was geht ab, Cousin? Cousin, sind Sie das? Freut mich. Ich bin's. Was geht ab, Herr Breitenberg? Ach, wie geht's Ihnen? Mir geht's besten. Ich wollte gerade antworten, Cousin. Dann wollte ich Sie fragen. Cousin, hörst du mich? Ja, wer sind Sie, Cousin? Oh, oh! Ich... Oh shit! Ah. Ah. Hört auf, geht's euch gut? Ah. Oh mir geht's jetzt viel besser. Verdammte Scheiße. Alter, warum seid ihr mit denn runtergesprungen? Ist dein Name Cousin? Oder nennt man dich nur so? Ja, was ist dein Name im Moment? Mein Name ist Big Micho, hermano. Das Moment? Schütteln, Hände schütteln, Cousin. Big Yaro, wie geht's dir? Big Mo? Mein Vater ist vor langer Zeit vor mir gegangen, Hermano. Ich habe keine Ahnung, wie mein Vater ist, wie? Wer weiß noch, dass der Pfanne Achso, du meinst, geh weggegangen. Ach, deswegen okay. Heißen sie Big Yaro. Das Einzige, woran sich ihre Mutter erinnern konnte, war der Big Yaro. Kämpf wie ein Mann, du kleine Chucha. Und heul deine Fresse über meine Mutter. Woher kommt dieser Kerl, Cousin? Aus welchem Land? Ich komme aus Cali, in der Stadt namens Kolumbien.
Eine Stadt namens Columbia zu sehen. Eine Stadt in Columbia. Ich war mal in Dortmund, da gab es auch so Hampelmänner, die sich Kali genannt haben, Alter. Ja, ja, die Kali-Kartell meinst du. Du kennst Leute von meiner Stadt, das ist unmöglich, Hermano. Hier gibt es so weit und breit niemanden von Kali. Ja, aber ich meine, nein, in Dortmund. Ach so, ich bin 15 Jahre im Gefängnis gewesen. Ich bin von La Onda. Ich habe keine Ahnung, was das ist von Kali. Also das Kali-Kartell kriegt richtig auf die Fresse in Dortmund, Mann, den dreckigen Wichser. Echt? Jeden Tag, wenn sie einen Arsch gefickt hat. Nee, das hab ich auch, nein, Mann, die werden jeden Tag. Das ist eine Lüge. Ich habe im Gefängnis Nachrichten bekommen, dass eine Stadt, eine Kali-Kartell in Dortmund, einige Leute dort vernichtet. Also von deinem Vater weißt du nichts mehr, aber das Kali-Kartell in Dortmund am Rasen ist, das weißt du. Weißt du? Hey. Also der hat bis dann also gerade das Endstufe-Cousin. Was meinst du? Wo ist ein Breitenbecken? Ich glaube, es ist ein. Weißt du, wo ist er? Hey, Cousin. Von welcher Stadt kommst du? Wie kann man noch krank sein, Alter? Sie. Ich hab doch schon einen Rekord aufgestellt. Nimm deine Hände hoch sofort. Nein, doch nicht. Nein, nein, was? Geh doch mal die Hände hoch. Ich schieß dich sofort in die Fresse, Siguero. Ja, Hände hoch. Ich mach meine Hände hoch. Alles gut, no problema. Sag, die Blatt sind scheiße. Die Blatt sind scheiße, Cousin. Ach, doch, nein. Sehr gut. Hey, oh mein Gott. Nein, so ist das nicht. Die Blatt sind cool und blöd. Beides, Cousin. Wer sind die da vorne? Das sind die Blatt. Das sind doch keine Blatt, das sind Hampelmänner. Nee, komprende. Kann ich auch eine Waffe haben? Ist alles komprende bei dir. Mit ihm noch. Nee, das ist Jay. Kann ich auch eine Waffe haben? Ey, was tust du denn so? Haben sie keine Waffenlizenz? Ey, du Puto. Nein, das ist doch nicht Dix. Ich glaube, ich war nie gut mit Lizenzen, weißt du, Cousin? Was denn mit dem? Ach, stimmt. Ich glaube, der braucht mal einen Schlag, hä? Hättest du bloß die 5% abgegeben, Alter. Nein, lass mich nicht. Hey, was macht der denn hier? Hey, hey, hey! Was ist hier? Yo, Alter, was machst du denn hier? Einmal bitte aussteigen, Cousin. Das ist eine Falle. Das ist ein trojanisches Pferd. Ah, hallo, hallo! Die bringen irgendwelche Lieferungen. Ich glaube, das ist Kokain. Die Dreckigen. Reins ist Kokain. Das ist sehr gut. Die sind echt, sie können echt Schlussfolger. Cousin, Springface, Baby. Yeah, yeah, yeah. Los Kaugummi. Warte, da vorne sind die Tres Puntos. Lass uns mal so denken. Tres Puntos? Oh, schade, Brett. Da sind die Tres Putas. Hola. Und schlag die Herren. Was macht ihr mit den Coca-Cola? Was macht ihr mit den Coca-Cola-Transporter, sie? Ja, habt ihr uns auch geschossen, oder? Ah, sind sie Polizei? Sind sie von der Polizei? Nein, Mann. Okay. Hat jemand Waffen vor euch zu verkaufen? Hey, hey, Kollege. Tranquilo, hermano, tranquilo. Bitte pass auf, ey. Tranquilo. Was wollt ihr aus, als hätten wir... Er hat gesagt, dass er ein Kilo hat. Nehmen Sie ihn fest, Cousin. Eigentlich scheißegal. FIB. Haben Sie denn Revolver draußen? Er ist grob, man. Macht nix. Wer ist korrupt, Kollege? Digga, warum schreibt die ganze Zeit Smileys? Ich mach euch sowas von fertig, Hermanos, wenn ihr gegen mich agiert, sie. Wir sind die La Onda. Das ist Big Sosa. Die Milanos. Die was? Wir sind die Milanos, die schlafen. Ey, wer hat gefragt? Wer hat gefragt? Warte mal, bleib ruhig tranquilo. Die Milanos. Was macht ihr hier in der Stadt? Seid ihr eine Gang, eine Mafia? Was seid ihr? Familie. Ach, scheiß drauf. Familie. Platz 1. Eine Familie. Ihr seid ganz oben, hier in dieser Stadt. Ja, hier in dieser Stadt. Dann heißt es, ihr kommt an Waffen ran und so weiter? Wenn alles kannst du abkaufen. Wo ist euer Anwesen? 267. Kommt, wir fahren euch besuchen. 267. Okay, also ihr wollt vorbeikommen. Mit Auto. Sehr. Ja, richtig. Ihr könnt auch bei uns mitfahren, ja. Okay, wir fahren bei euch. Dann dürfen sie uns fahren. Kommen Sie, Big Micho, wir lassen uns. Nein. Ist der Chaiwile auch korrupt? Also wirklich korrupt, Cousin? Hör mir zu, Breitenberg ist dein Name, sie. Big Sosa? Breitenberg? Wir werden noch geahndet, seien Sie vorsichtig. Breitenberg, ist dein Name Breitenberg? Einsteigen? Ja, dann nennen Sie mich Breitenberg. Ich heiße nicht Big Micho, ich heiße Big Micho. Big Micho. Micho, mierda, Micho. Kannst du den Namen nicht aussprechen? Was ist los mit dir? Verzeihung, normalerweise würden sie meinen Garten arbeiten und meinen Rasen mähen. So, aber warum ist die denn hinten drin? Verzeihung. Gibt's Probleme? Entschuldigen Sie bitte. Helfen, ja.
Ich frage, ob Sie ein Problem haben. Ich nicht, ich hab nur, weil ihr da so im Kreis standet und mit euren Waffen draußen. Verpiss dich von hier, Officer. Geh Strafzettel verteilen, Hermano, sonst bist du gleich tot, Mierda. Also, das ist nur mal ein bisschen vorsichtiger, ja? Halt die Fresse und verpiss dich, Güero. Ich würde vorsichtiger sein, ja. Mein Herr, wenn ich es vorsichtig ausdrücken dürfte, verzieht sie sich. Weed Monk, danke dir für deine 3. Ah, egal, kann er da stehen bleiben. Alle meine Zuschauer Weed im Namen, Alter. Big Micho. Micho, verdammte Scheiße, Mierda. Güero, das heißt Micho. Mein Gott, haben Sie einen Komplex, dass Sie sich Big nennen? No. Du kannst mich auch nur Micho nennen, no problema. Was für Big Micho, der mir im Vertrauen erzählt, der heißt eigentlich Big Jaro. Hör zu, Kollegas. Ihr habt noch mal eine letzte Chance. Sonst habt ihr keine Überlebenschance. Gut. Micho. Micho, Mierda, brauchst du einen auf die Fresse, Kollege, komprende? Bist du bescheuert, Mierda? Wer in Gottes Namen kann Ihren Namen aussprechen? Jeder normale Mensch, Kollege, jeder. Gut. Dann möchte ich den von jemand anderen hören, richtig ausgesprochen. Okay, vorne links, sag mal, Big Micho. Sehr gut, okay, Sosa. Big... Wie nochmal? Big Micho. Big... Jaro. Jetzt okay, Big Scheiße, no problema. No problema. Micho oder Micho? Ja, ja, gleich, wenn wir aussteigen, breite Mac, sage ich dir sie. No problema. Ich meine es ernsthaft. No problema. No problema, hermano. Está bien, está bien. Está bien. Warte mal, ich nehme meinen Hustenbomber. So, Mierda, kann man mich besser verstehen? Legend. Sehr gut. Ja, Kevin? Das ist hier euer Anwesen? Jo. Jo. Wer redet hier gerade? Hier, ich bin Big Micho. Was immer, die wollen ein paar Waffen kaufen. Cousin, sprechen Sie bitte mal seinen Namen aus.